So, und damit willkommen zurück zu Railway Empire. Ich wusste es doch, dass ich noch auf den Namen komme. Wie viele Folge das ist, weiß ich nicht. Wir sind immer noch im Kapitel 5 in der Sierra Nevada. Die meisten Aufgaben sind erfüllt. Erfüllt. Mittlerweile bin ich bei der hier 50 Passagiere von San Francisco nach Ponturri Dingsbums Point zu bringen. Da habe ich, glaube ich, jetzt auch schon 8 Züge in die Richtung unterwegs. San Francisco Universität, bin ich mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Aber wir haben genug Geld. Wir kaufen jetzt in San Francisco erstmal wieder. Achso, haben wir. Moment, wo wollte ich denn die... Hier wollte ich die Industrie kaufen, oder? Nee, habe ich auch schon die Brennerei. Perfekt. Dann investieren wir jetzt weiter in unsere Konkurrenz. 33% kommen. Eine feindliche Übernahme kann ich wirklich nicht gebrauchen. Los, such dir jemand anderen. 9% mit. So. Was machen meine Züge? Der erste erreicht diesen bestimmten Punkt. Na, wo ist es da? Der hat ja, glaube eine Person mitgehabt. Schauen wir mal. 9 Passagiere. Okay. Dann erreichen wir das easy. Dann sehen wir zu, dass wir jetzt in San Francisco irgendwie eine Universität bauen können. Ach so! Benötigt Stadtgröße 4. So ist das. Das war ein Industrieplatz hier. Dann muss San Francisco wachsen. Was fehlt euch? Weizen. Weizen, Weizen, Weizen. Das kriegen wir doch hin. Dann machen wir sogar nochmal ein separates Gleis. Und dann hiermit anschließen. Okay. So, dann ein Versorgungsturm. Zuglinie. Von da nach irgendwo, wo es Weizen gibt. Ich glaube, hier oben im Norden hatte ich Collins Domäne. Nur Fracht. Wachmann drauf. Lokführer drauf, Heizer, Kühlwagen, Dienstwagen. Los, wir brauchen Weizen. Moment, warum habe ich das so rum gemacht? Collins Domäne nach
Maisfarm kaufen wir. Wir haben das Geld. Eigentlich ein sehr gutes Angebot. Warum habe ich eigentlich nicht mitgebunden? Nur Fracht, Lokomotive, nochmal diese, Lokführer, Wachmann, Waggon, Kühlwagen, Dienstwagen. San Francisco muss wachsen. Gucken wir mal, was braucht San Francisco sonst noch? Oh, jetzt können wir. Universität. Wo bauen wir diese hin? Und wie es sich für eine Metropole gehört, hat San Francisco nun auch eine Universität. Jawohl. Aufgabe erfüllt, würde ich sagen. Fehlt nur noch das, dass es, glaube auch in wenigen Minuten erreicht. Oh nein! Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. In der Zeit, komm, da investieren wir nochmal in den Dock. Ah, erstmal 3%. So, wir brauchen immer noch 6 Millionen. Wir haben natürlich super wenig Betriebe jetzt angeschlossen ans Netz, weil wir uns wirklich nur auf die Aufgaben konzentriert haben. Aber Geld hätten wir da. Moment. Ihr braucht Weizen. Hier gibt's Weizen. Kleiner Bahnhof. Drehen. Anschließen. Bezahlen. Versorgungsturm. So. Zuglinie. Lokomotive, zack. Waggons, Kühlwagen. Das bringt auch wieder Geld. Wie teuer wäre diese Brauerei hier? Müssen wir nicht kaufen. Was ist hier bei der Stadtinfo eigentlich? Nix. Salt Lake City. Können wir da anschließen? Nein. Was wird beliefert? Napa beliefern wir auch. Carson. Carson, die brauchen Milch. Hier steigern wir mal mit. Nitroglycerin. Ich gehe zwar davon aus, dass wir jetzt nicht großartig noch Tunnel bauen, aber... Sag mal, bist du schwer von Begriff? Ich habe bereits geboten. Man weiß ja nie. So, Carson City. Das ist meine Strecke.
So. Dann gucken wir mal, ob wir da noch Milch hinbekommen. Das ist auch ein Riesenumweg. Wir haben das Geld, um sinnlos Brücken zu bauen. So. Dann Zuglinie. Von da nach Carsen. Lokführer. Nehmen wir gleich mal den. Bei Milch brauchen wir auf jeden Fall einen Kühlwagen. Der macht miese. Oh Gott. Warum kaufe ich auch jeden Scheiß? So, wir investieren nochmal in 8%. Oh, hier können wir wieder Frachtmaschine 55 km/h. Brückenteile. Wir müssen mal ein paar Punkte sparen. Wie sieht's aus? Wo sind die Züge? Sind die noch nicht zurück? Wachmann. Zugliste. Wo bist du? Ja, ist einer da, ist einer. Gibt's einen kleinen Stau hier? Das ist ja ärgerlich. Aber gut. Sind Leute an Bord? Ja. Ach, ein wenig Konkurrenz belebt das Geschäft. Da wird mein neuer Bahnhof schon nicht schaden. Dann fahren wir jetzt mit diesem mit. So, wir schauen auf der Seite raus. Und ich hoffe einfach mal, dass wir dann die Quest geschafft haben. Viele Passagiere fehlen uns nicht mehr. Konkurrenz ist der Antrieb der Innovation. Hat er gerade in uns investiert? Warum sagt er sowas? Hat er sich in irgendeine Stadt bei mir mit eingekauft? So, 9. Mai 1866. Du hast die ersten Passagiere von San Francisco bis zum Promontory Point gebracht. So eine Reise wäre bis vor kurzem noch unvorstellbar gewesen.
Du hattest wenig Zeit, aber du warst trotzdem erfolgreich. Du hast es geschafft, die Sierra Nevada zu durchqueren und noch vor der Union Pacific am Promontory Point zu sein. Der Platz in den Geschichtsbüchern ist dir sicher. Danke. Glückwunsch! Du hast es geschafft. Bin gespannt, wo wir uns das nächste Mal wieder über den Weg laufen. Damit müsste ja jetzt die USA fertig sein, oder? Die letzten Hammerschläge am Treffpunkt von Central Pacific Railroad und Union Pacific Railroad lösten einen Sturm der Begeisterung in der ganzen Nation aus. Die Zeit gefährlicher Schiffspassagen, langsamer Flusstransporte oder entbehrungsreicher Planwagenfahrten war vorbei. Trotz aller Hindernisse und Gefahren wurde eine Brücke zwischen Ost und West geschlagen. Waren und Passagiere konnten nun ungehindert vom Pazifik bis an den Atlantik gelangen. In den folgenden Jahren galt es zwar noch viele Gefahren und Krisen zu überwinden, doch an diesem Tag wurde der Grundstein für eine Ära ungekannten Wachstums und Wohlstands gelegt. Ah, nur Geschäftsführer. Ich könnte jetzt weiterspielen, aber ich mache Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.